Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo! Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. So, da sind wir auch wieder. Ich bin mal gespannt. Na, läuft. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Will ich auch mal Pause machen? Nee, ne? Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Die ist trotzdem süß. Ich finde die Lehrerin als super. Werden wir Dimtam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. So, ich will mal was probieren. So, Spieleaufnahme. Okay, beliebige Vollbildanwendung erfassen. Klappt natürlich nicht. Bestimmtes Fenster erfassen. Hogwarts Legacy. Mal gucken, ob das funktioniert. Probieren wir es mal damit. So, okay. Trotzdem finde ich es komisch. So, Grafikeinstellungen. Das ist mir eigentlich soweit okay. Anzeige. Warum kann ich nicht mehr? Wollen wir mal gucken, ob es wieder ruckelt. Aber eigentlich... Irgendeine Einstellung habe ich verstellt. Ich weiß nicht, was los war. Hippogreife wohl knöterig mögen? Meinst du, Garlic pflegt sie? Natürlich mit der Hilfe von Hausmädchen. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Dimtam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Dimtam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen.
Wachstumszeit 10 Minuten. Kleine Pflanze. Du kannst dieser Pflanze Düngung hinzufügen, um ihren Ertrag zu erhöhen. Du kannst Dünger herstellen, indem du einen Dungkompressor beschwörst. Okay. Gut gemacht. Also hier können wir also... werden kann, ist ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Das ist schön. Strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Okay. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Das ist schön. Gut. Hallo. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Na dann wollen wir uns mal diesen chinesischen Kaukohl angucken. Kaukohl. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Schädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Und Hufflepuffs auch. Zumindest du. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was dieser Kaukohl zu tun hat. Hallo, Yuna! Hier wären wir. Die Heimat des Chinesen. Scheint jetzt nicht mehr. Los, hol ein. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Und wie? Halte gedrückt. Das an. Lol. Und alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre Hunde und Essen waren hinüber. Leviose. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Gut. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Ja. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's. Wie geht's dir, Yuna? Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, Justin ist auch gleich wieder da. Sag mir Bescheid, wenn es wieder ruckeln sollte. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen probiert. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Ich denke mal, ich werde bei dem Kodierer den, mal den Dingsbums probieren. Kehre zu Professor Gallic zurück. Ich mag die Professorin, ich mag Professor Gallic. Die ist ganz knuffig, finde ich. Vor allem ist sie voll lieb. Wir haben eine neue Rose hier. Lass uns gemeinsam wachsen. Die lebt das. Die lebt einfach. Handschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Warum? Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet.
Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Na, schön. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das stimmt. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Aha. Gut. Bin ich super. Auftrag abgeschlossen. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause. Wir brauchen noch 4 Minuten. Habe ich irgendwas, was ich machen kann? Nein, ich habe aber auch nichts. Müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen wie für Freundschaften. Kann ich auch noch mehr pflanzen? Oh, das wäre cool, wenn wir jetzt hier irgendwie die Palmblätter. Sehr cool, wenn man hier so einen eigenen kleinen Garten hier anzüchten könnte. Und nicht nur, ne? Liebe Frau Professor Garlick, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach Ihnen sind. Och. Alles, was Sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Von Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass Sie meine Liebe nicht, dass meine liebe Nichte sich etwas von Ihnen abschaut, während Sie unterrichten. Lenora vergöttert Sie. Ich bin mir sicher, das tun all Ihre Schüler. Mit stets wärmsten Grüßen, Eleanor Everlake. Ach, das ist auch voll lieb. Ey, ich kann es verstehen. So, jetzt will ich mal gucken, was denn die nächste Aufgabe ist. Ich habe noch irgendwas im Inventar. Achso, ja, hier so ein Brief. Dass sich halt keiner drum schert, dass wir irgendwie hüpfende Giftpflanzen. Pflanzen, Pilze, die glücklich herumspringen und im Unsichtbarkeitsdrang verwendet werden. Man findet sie gewöhnlich in Waldgebieten, okay. Achso, ich wollte ja nach den Aufgaben gucken. Aufträge. Zaubertränkeunterricht besuchen. Oder wollen wir jetzt mit der Nanny Odnai das Dorf gehen? Wie gesagt, das wird so ein Ding. Ich mache zwar hier, das ist zwar ein Aufnahmestream für YouTube und so ein Kram mitunter. Natürlich war jetzt die Panne damit drin. Das war natürlich jetzt nicht so optimal. Ich habe jetzt den CPU-Dingsbums-Codierer benutzt. Der NVIDIA-Codierer ist zwar besser, aber aktuell habe ich ja einen Grafikkarten-Bottleneck. Ich bin schon am Überlegen, mir die 4070 zu holen. Die ist preis-leistungsmäßig ganz okay. Dafür, dass ich nur eine 3060 aktuell habe. Aber ich weiß halt nicht, ob ich nochmal 600, 700 Euro in den PC reinstecken will. Wobei die großen Spiele, bis auf Hogwarts Legacy jetzt sozusagen, spiele ich ja sowieso kaum noch im, kaum noch auf dem PC. Ich meine, wozu habe ich die PlayStation? Und die nächsten Spiele, die wir jetzt beginnen werden, bis auf die Spiele, die wir zusammen zocken. Und Justin werde ich demnächst nochmal eine Runde Stardew Valley spielen. Vielleicht ist ja dann die Mrs. Wife und die Blumenkohl oder die Blumen-X-Kohl. Vielleicht machen die beiden Mädels ja dann mit. Dann könnten wir wieder eine Runde Stardew Valley spielen. Das wäre auch mal wieder ganz schön. Und auf der anderen Seite die nächsten Spiele, die ich nochmal vorhab, hier so eine Trilogie zu machen. Den dritten Teil von wäre ja dann Bayonetta. Ja, ich habe mir Bayonetta 1 für die Switch geholt. Also Bayonetta 2 und 1 war dabei. Bayonetta 2, 1 habe ich theoretisch auch noch auf Steam. Und 3 haben wir ja schon gespielt. Das würde ich dann so einfach so aufnehmen. Aber trotzdem könnt ihr ja hier mitgestalten, was ich halt so machen will. Ne? Dementsprechend, was wollen wir denn als nächstes machen? Wollen wir Zaubertränke angucken oder wollen wir mit der Nanny mit der Nettie sprechen? Ich gucke mal, ob es hier noch irgendwelche Geheimnisse oder so gibt. Ich habe mich hier nämlich noch nicht wirklich umgeguckt. Kann ich hier auch irgendwas ernten? Nicht alles, ne? Aber einiges. Gutes Gewächshaus. Wächst alles. Aber ich finde es cool. Hä? War diese eine Pflanze nicht größer? Seht ihr das?
Oder ist das so ein magischer Effekt? Links. Soll das so sein? Ist das ein Problem vom Rendern, dass die gefühlt kleiner werden? Ich will mal was gucken. Vollbild, Qualität, 144 FPS, RTX 30, GPU auswählen, interessant. Aber ich glaube, das wird nichts. Wenn ich da jetzt noch eine zweite Grafikkarte reinbaue. Okay, empfohlen ist alles an. Raytracing ist an, Raytracing Schatten. Erfordert einen Neustart des Spiels. Okay, ja, dann lassen wir das mal. 3060 sollte das durchaus können, aber naja. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass er so tief ist. Dass die Pflanzen größer und kleiner werden, das ist aber nur dieses eine Pflanzenmodell, ne? Interessant. Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ja Antwort von dem einen oder anderen Zuschauer, was er jetzt machen will. Ob wir jetzt die Nanny außerhalb von Hogwarts treffen oder ob wir jetzt mit unserem Unterricht weitermachen. Ah, ja, stimmt. Lumos. Nee, hier brauche ich den Unsichtbarkeitsding. Der darf mich nicht sehen. Ja, du hast aufgegeben, hä, du Lümmel. Da oben ist irgendwas. Was ist hier oben? Dort kann ich ja bestimmt noch was abgrasen. Super. Super. So, ich habe immer ein Auge auf dem Chat sozusagen so ein bisschen. Da ist auch noch was drin. Und hier sind auch noch blaue Sachen. Ich muss Schlösser öffnen lernen. Handbuchseite, nehme ich mit. Da gibt es auch wieder ganz viel. Aber dafür muss ich Schlösser öffnen können. Blätter des Malvenkrauts. Gut, so langsam komme ich wieder in die Steuerung rein. Ich glaube, ich sollte auch, das sage ich die ganze Zeit, aber ich werde es verkacken. Sind wir ganz ehrlich. Weil ich sage ja immer, dass ich normalerweise nicht so viele verschiedene Spiele spielen sollte, wegen den verschiedenen Steuerungen und so weiter und so fort. Das bedeutet, eigentlich hätte ich The Last of Us weiterspielen sollen, müssen und. Aber ihr wisst ja, wie ich bin. Ihr kennt mich. Ich bin einfach, was das angeht, ja, immer ein bisschen schwierig. Ich mache erstmal mit den Zaubertränken weiter. Es kommt ja kein Wunsch oder so. Und dementsprechend, denke ich mal, sollten wir hier da mal was machen. Die Frage ist nur, wo und wie kann ich Zaubertränke brauen? Kann ich das jetzt schon? Kann ich das einfach hier machen? Das ist Ausrüstungsinventar, Sammlungen. Sehe ich jetzt nicht. Muss aber runter. Lass mich doch. Oh, Karte, du weißt auch nicht, was du willst, hä? Kann ich einfach durchrennen? Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht auch Ministeriumsleute die Schule schützen?
Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Interessant. Er schützt uns nicht, weil er uns mag, sondern weil er sonst als Vollidiot dasteht. Verstehe. Ich wette, er weiß noch mehr über den Koboldaufstand. Oh, voll schlimm, ne? Fangen wir mal an. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Ja, deine Verletzung hat er nicht so ganz geheilt, alter Mann. Hm? Wirkt ein bisschen hochnäsig, aber ich finde... Verkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Ja, mal vor, da wäre eine Tröpfcheninfektion mit Coronaviren drin. Das wäre... neue Supervirus. Gibt's nur noch Zombies. Als Resident Evil Spieler kann ich damit natürlich klar, bin ja natürlich damit aufgewachsen, ist ja logisch, ne? Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Danke, Professor Sharp. Angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Danke. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen. Selbstverständlich. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Natürlich. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Durchaus. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Natürlich, Professor. Okay, sammel... Der Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja. Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial, du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Aha. Jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Stift zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst. Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Ist das hier... Fangen wir jetzt gerade ein bisschen mit Schabernack an? Ihr Trank sollte nicht diese... Nimm ich mit. Das ist eine komische Kerze. Ich will mir...
Warum sieht die Kerze aus wie eine Wirbelsäule? Zum Glück ist Justin gerade unterwegs. Straßenköterfell. Gut, dieses Spiel ist nichts für Hundeliebhaber. Beim Brauen von Tränken muss man exakt sein. Wäre mit der Fupe. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Du. Sollen sie den Diptant schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust ihrer Augenbrauen führen. Okay, der braucht noch ein paar Sekunden. Das wird interessant. Was ist da los? Ich doch. Gut gemacht, Geralt. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ups. Ja. Ach komm schon, war doch jetzt nicht so schlimm. War doch lustig. Mensch. Immer diese Weasleys. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Fuck. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegeben, Ehrlichkeit wert am längsten. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Ja. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Ist mir schon klar. Das wäre alles. So. Wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Gut. Gefällt mir an sich in dem Sinne. Ach, Weasley, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schaff mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Alles klar, Mr. Weasley. So, gut. Das ist doch schon mal eine Sache. Finde ich auf jeden Fall gut, dass er uns vergeben hat, weil wir ehrlich gewesen sind. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt wahrscheinlich nichts mehr,
Jetzt müssen wir mit der Nettie weitermachen. Wir sind ja sowieso Stufe 12, also dementsprechend. Carrots Inspiration. Ehrlich. Warte mal, ich kann doch bestimmt. So, wo haben wir es? Dann Inventar. Warte mal, in meinem Inventar müsste ich doch eigentlich auch diesen Scheißtrank haben. So, Karte. Kann ich denn... Ja, kann ich. Super, super. Gut, jetzt sind wir ein bisschen draußen. Also hier geht's nach Hogwarts. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ach, auch schön dich zu sehen. Ich finde die super. Die hat immer so einen lustigen, erheiternden Blick. Was ist das? Okay, das könnte lustig werden. Was ist das? Rebellion. Ah, der zeigt mir, wo ich lang muss. Okay, das ist cool. Das ist cool! Da ist noch was. Da kann ich irgendwas sammeln, oder? Was ist das? Das muss bestimmt hier irgendwo hin. Ach, komm schon. Muss ich mir mal eine Blockflöte holen. Und dann kann ich euch alle mit Flöten bespaßen. Hallo, Ziege. Warum sind die Raben abgehauen? Guck mal, hier lebte einst Hagrid. Kann ich hier rein? Hallo? Ist hier sonst noch irgendwas? Einmal schnell Hagrid beklaut. Das sollte ich untersuchen. Wo, was? Was solltest du wo untersuchen? Ich sehe hier nichts. Wo solltest du... Komm ich da wieder hoch? YOLO! Au. Ich weiß zwar nicht, wie ich die sammeln konnte... Okay, ja, mal gucken. Und jetzt? Aha. Aha. Interessant. Hallo, Sorber. Warte mal, den lege ich da hin. Protego! Lumos! Ich will noch was probieren, ob ich die Grafik ein bisschen hochstellen kann. Ich hatte eben irgendwie das irgendein Problem, aber ich habe ja jetzt OBS auf
So, wir sind jetzt... Ja gut, bei 70 FPS, aber dafür sieht es schöner aus. Wie, Ausrüstung ist voll. Ach Mann. Ich muss echt mal meine Ausrüstung irgendwas... Warte mal. Das ist Level 11 und gibt mir 24 Offensive. Das ist Level 12. Zieht mir aber 6 Offensive ab. Violette Drachenaugenbrille. Protego. Ausrüstung. Wir haben eine neue Brille. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir die... Ich habe keine Ahnung, warum wir diese hässliche Brille tragen. So eine Professorbrille. Es ist mir sowas... Die ist am besten. Warum ist die goldene Brille? Okay, legendär von... Aber warum? Wir tragen die Ausrüstung ja nicht, weil sie gut aussieht, sondern weil sie gute Werte hat. Ich bin so ein... Ich laufe hier so als hässlicher Knabe rum. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist das Einzige, wo der sich dran beschwert hat. Kann sowieso nur hier lang. Warum kann ich nicht hier lang? Jetzt will ich wieder hier raus. Danke. Kann ich mir das so nehmen? Nehme ich mit. Es gibt so viel zu entdecken, aber eigentlich wollten wir jetzt mal zur Nanny. Ich hoffe, die Übertragung ruckelt nicht eben. Das war ganz komisch. Ich konnte zwar alles auf Ultra spielen und es war alles wunderbar. Aber der Rechner, der war so am Laggen. Warum? Es kann doch nicht sein, dass es nur die Grafikkarte war. Oh. Ich muss wieder auf Empfohlen stellen. Kaum bist du draußen irgendwo in der Natur unterwegs, schon hast du, schon gibt's FPS-Drops. Immer noch? Ich will jetzt nicht auf niedrig stellen, nur weil ich mit 140 FPS spielen will. Das passt alles. Ach so, der hat es nicht übernommen. Na gut. Machen wir grafische Abweichung. Dafür bei 70 FPS, was okay ist. Ich bin nicht am Überlegen, ob ich mir nochmal die Dingsbums nehme. Die RTX 4070 soll ein richtig gutes... Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Naja. Nanny! Na, meine Süße! Es tut so gut, dich zu sehen. Das ist doch schön.